Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7. Ablösung der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie sowie des zuständigen Staatssekretärs. Dies ist ein Antrag der Fraktion der AfD in der Drucksache 7-6266. Einbringer ist der Herr Loth. Der Herr Loth hat das Wort. Herr Loth? Na aber? Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, der diesem Anlass zugrunde liegende 17.06.2020 war gesetzt für den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, der am Ende der Sitzung nicht mehr vollständig hieß Ernährung. Landwirtschafts-, Umwelt- und Energieministerin Claudia Dalbert besuchte an diesem Tag im Rahmen des EU-Projekts Red Kite ein Rotmilan-Brutpaar und besendete medienwirksam dessen Jungvogel, damit unter anderem an den Todesursachen von Sachsen-Anhalts Wappenvogel geforscht werden können. Wenigstens ein Projekt, in das Land Sachsen-Anhalt Geld investiert, nachdem als Verbreitungsschwerpunkt des Rotmilans nicht zu den sieben beteiligten Bundesländern gehört, die am Schutzprojekt Rotmilan Land zum Leben teilnehmen. Das Ergebnis kann sich jeder selbst ausmalen. Windkraftanlagen und Rotmilane schließen sich aus. Der Bestand wird weiter geschrumpft sein. Dieser Wahrheit will man sich im Mule aber in dieser Legislatur offensichtlich nicht mehr stellen. Besser angelegt ist das Geld der grünen Ministerin für Landwirtschaft und Energie und Umwelt sicher in Beraterverträgen des Landesumweltamtes am Parlament vorbei. Zu Arbeitsaufgaben, die offenbar von den zusätzlichen 120 Umwelthelden, die das Mule erhalten hat und den vorhandenen Experten nicht erledigt werden können oder in Umweltsofortprogramme, die bereits geprüft und genehmigt waren, noch bevor einige Bewerbungen von Nichtunterstützung der grünen Ministerin möglich gemacht wurden. Wir hatten am 17.06. im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten noch einige Fragen an das Ministerium. Glücklicherweise konnte sich Staatssekretär Dr. Ralf Weber freischaufeln, um an der Sitzung in Vertretung der Ministerin Dalbert teilzunehmen. Wirklich anwesend war er leider nicht. Denn die 49. Sitzung des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten am 17.06. wurde an das zuständige Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie die Frage gerichtet, welche Auswirkungen die einzuhaltenden Corona-Mindestabstände an den Schlachtbändern des Tönnies Schlachtbetriebes auf die produzierte Schlacht- und Legemenge haben. In Abwesenheit der Ministerin antwortete dazu der Staatssekretär Weber, indem er die Vermutung äußerte, dass in der Fleischfabrik ein entsprechendes Schichtsystem wohl erarbeitet wurde, die Anzahl der Tiere und die für die Versorgung der Bevölkerung nötige Anzahl werde schon verarbeitet werden können. Dann weiter wörtlich, aber das ist ja nicht unser Beritt. Unabhängig von der an der Vermutung sich darstellenden Unkenntnis zu den Schlachtabläufen, den Schlachtzeiten, Produktionsmengen und den notwendigen Mitarbeitern in den einzelnen Produktionsbereichen der Schlachtung, Grob- und Feinzerlegung innerhalb eines fleischverarbeitenden Großbetriebes und des wichtigsten Standortes der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt, beweist die Erklärung eines Staatssekretärs, der den Bereich Abteilung 7 Landwirtschaft, Gentechnik, Agrarmärkte, Veterinärwesen, direkt unterstellt ist, dass dies nicht sein Beritt sei. Dass hier weder Übersicht über den zuständigen Amtsbereich noch eine Vorstellung über die Verantwortlichkeit des Handelns besteht, zeigt sich deutlich. Tatsächlich, und das ist wahrscheinlich deutschlandweit ein Novum, hat das zuständige Kreisveterinäramt im Burgenlandkreis seinen Amtssitz eben direkt neben der Tönnies Fleischfabrik, weil es mit der entsprechenden Mitarbeiterzahl vor Ort täglich die entsprechenden Kontrollen zum gesundheitlichen Verbraucherschutz durchführt. Eine wesentliche Basis der Arbeit überhaupt und damit der Kontrollen, haben Sie in Ihrem Beitrag vorhin gezeigt und Ihre Kollegen auch mit der SPD, indem Sie irgendwelchen Zeug hier vorne erzählt haben und aber überhaupt nicht darauf eingegangen sind, dass Waren, die gegen die Arbeiter, die ohne richtigen Arbeiterschutz und sowas alles produziert werden, überhaupt nicht verkauft werden können in Deutschland, da die alle das QS-System unterlegen sind, glaubt, eine Qualifikation brauchen. Und in diesem QS-System werden auch die International Labour Normen zum Beispiel abgefragt. Die müssen aushängen in verschiedenen Sprachen. Das haben Sie vorhin alles negiert, dass sowas nicht gäbe. Sei es drum.
ohne eine grundlegende Ersthygieneschulung und anschließende Ausstellung eines Hygienepasses sowie den Nachweis der regelmäßigen Nachschulung wird in Deutschland niemand für die Arbeit an und mit unverpackten Lebensmitteln zugelassen. Diese täglichen Kontrollen und auch der laufenden Produktion werden genau wie die Schlachtdurchsatz und der kontrollierende Mitarbeiter des Veterinäramts dokumentiert. Die Genehmigung für einen Betrieb, der Lebensmittel tierischen Ursprungs in Umlauf bringt, erteilt wiederum das Landesverwaltungsamt. Dessen erster Ansprechpartner ist natürlich das zuständige Kreisveterinäramt vor Ort am Betrieb, Herr Arm. Nicht die angeblichen mangelnden Kontrollen im Schlacht- und Verlegebetrieb, wie sie von allen Regierungsparteien gefordert wurden, sind daher das tatsächliche Problem, sondern die nicht ausgeführte Aufsichtspflicht, abgelehnte Zuständigkeiten und damit die Untätigkeiten der Umsetzung von Maßnahmen seitens der Führungsperson des Mule, die aufgrund von vorhandenen Kontrollergebnissen notwendig und verpflichtend sind. Stellen Sie das eigentliche Problem dar, das von der Landesregierung hier umgehend zu korrigieren sei. Zudem ist es zu den Informationen des vom Mule versandten Covid-19-Informationsbrief zu keiner Zeit zu entnehmen, dass sich das Ministerium überhaupt mit der Problematik erhöhtes Risiko für Covid-19-Erkrankungen in Schlacht- und Verlegebetrieben auseinandergesetzt hätte. Wenn ein Ministerium den Kontakt zu den ihm im Rahmen der Fachaufsicht unterstellten Behörden verloren hat und Zuständigkeiten in andere Bereiche gar Ministerien verweist, kann es nicht mehr verwundern, dass auch ein weltweit agierender Fleischkonzern nach eigenem Gutdünken agiert und meint, dass er im verpflichtenden Maße und Rahmen den Gesundheitsschutz ausschließlich nach eigener Einschätzung und Entscheidung durchführen könnte und den Landrat und die Landesregierung hier als Bittsteller auftreten lässt, damit die Mitarbeiter endlich mal alle beprobt werden. Der vorliegende Antrag soll diese gravierende Lücke der Untätigkeit und Nichtzuständigkeit schließen. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie im Umgang mit kritischer Infrastruktur in Krisensituationen sollte sich korrigieren. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass eine einzigartige Interpretation, dass ein Staatssekretär, dem das Veterinärwesen unterstellt ist, laut Aufgabenbereich, nicht für Zoonosen und deren Auswirkungen auf die Lebensmittelindustrie zuständig wäre. Die abschließende Nachfrage meines Kollegen Roy im Ausschuss, dass er auch Ernährung hieße, der Ausschuss, bleibt bis heute noch unbeantwortet und steht im Raum, ob der Staatssekretär für Ernährung überhaupt sich zuständig fühlt. Als wenn das alles nicht genug wäre, erinnere ich hier an die Beschlussfassung des Landtages zur Weidetierprämie, die nicht umgesetzt wird, zur Sanierung der Giftschlammgrube in Brüchau, die nicht umgesetzt wird. Ich erinnere an die Äußerung des Staatssekretärs Räder, für die sich die Frau Minister natürlich entschuldigt hat, die aber trotzdem gefallen ist. Herr Räder hat in seiner Aussage im Ausschuss auch Belastungszonen gegeneinander ausgespielt und er meinte auch, dass die Gefährdung der Menschen in der Altmark als nachrangig zu bewerten sei. Ich erinnere an die Vergabe der Beratungsleistungen und der Förderung in den USP- und ASP-Projekten, von denen einige natürlich wirklich sehr gut sind, aber eben doch die Vergabe sehr fragwürdig war. Ich erinnere an die Anzeige gegen die grüne Landwirtschaftsministerin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, eine Bewertung des Fischsterbens in Kelpra steht immer noch aus. Ich erinnere hier auch an die Haltung der Ministerin bei der Bundesratsabstimmung zur Düngeverordnung, an die Unkenntnis zu den Schutzprojekten für unseren aussterbenden Feldhamster. Ich bin jetzt schon gespannt auf die Antwort, die unser Kollege Gehlmann auf seine Anfrage kriegen wird. Ich erinnere an die Zuständigkeitsversteckspiele mit anderen Ministerien zum Eigenprozessionsspinner, zur afrikanischen Schweinepest, zur Schulmilch. Ich erinnere anschließend an unseren verblichenen Wald, der dank Berti Burkenkäfer die Todesanzeige der Förster und der SDW hat dieses Desaster vorhergesehen. Damit muss Schluss sein. Keine Experimente mehr. Setzen Sie sich bitte sofort einen Experten für diesen Politikbereich ein. Nur so können wir dafür sorgen, dass unser Land noch wieder aufblühen kann. Es gibt eine Nachfrage, und zwar von den Herrn Harm. Was? Die könnte er stellen, Herr Loth, wenn Sie die beantworten wollen. Herr Loth, wäre auch ganz gut, wenn Sie mit mir reden. Der Herr Harms hat eine Frage, ob Sie die beantworten wollen. Ja. Denn, Herr Harms, haben Sie das Wort. So. Herr Loth, Sie haben ja gewiss, so wie ich, Verständnis dafür, dass es in keiner Weise möglich ist für unsere Landesregierung, in jeder Ausschusssitzung vollständig zu erscheinen. Ja, das ist nicht möglich. Und dass sich auch Minister gelegentlich auch von Staatssekretären vertreten lassen, haben wir auch Verständnis, gelegentlich. Obwohl wir uns natürlich immer auch die Fachminister wünschen, denn die Ausschusstermine sind ja weitflächig geplant im Vorblick. Ich möchte Sie aber fragen, wenn wir nun dieses Verständnis aufbringen
und wissen, dass viele Aufgabenstellungen heutzutage sehr komplex sind und über diesen Ressortgedanken, über die Scheuklappen ein ganz klein bisschen hinausgehen, dann erwarten wir doch, oder möchte ich Sie fragen, erwarten Sie doch gewiss, so verstehe ich Ihren Antrag, dass jedes Mitglied der Landesregierung, insbesondere in den Ausschüssen, als Mitglied der Landesregierung spricht und sich so verhält und nicht auf eine Nichtzuständigkeit hinweist. Denn das würde ja dann dazu führen, dass wir, wenn wir unsere Arbeit ernst nehmen, wir demnächst darauf bestehen müssten, dass alle Häuser bei solchen komplexen Themen dann immer mit Mitgliedern der Landesregierung vertreten werden und würde unsere Arbeit enorm erschweren. Ich gebe Kollege Harms völlig recht. Allerdings möchte ich eine kleine Einschränkung machen. Ja? Also natürlich ist die Ministerin immer der Kopf des Ganzen, die steht oben, die muss alles verantworten, aber sie ist ja auch nur ein Mensch. Und am Ende gibt es auch dort Lücken, die halt von Fachpersonal aufgefüllt werden, ganz klar. Dafür wählt man sich dann seine Staatssekretäre, die dann in Vertretung der Ministerin jeweils auftreten in den Ausschüssen. Mal positiv, mal negativ. Und natürlich ist es auch klar, und ich habe ja auch hingewiesen, dass es öfters mal Hin- und Her-Schiebeleien gab bei Zuständigkeiten. Ich habe den ESP angesprochen, ja, also den EPS, den Eichenpräzisionsspanner angesprochen. Da haben wir über Wochen versucht rauszukriegen, wer nun was macht und wer wie miteinander arbeitet. Es kam jetzt raus, dass am Ende doch drei Ministerien beteiligt sind. Es sitzt aber leider immer nur ein Ministerium im Ausschuss und berichtet. Das ist eine Sache, ja. Wir hatten dasselbe bei der ASP, also afrikanische Schweinepest, da gab es auch die Zuständigkeitsrangelei hin und her. Wer ist zuständig für den Zaunbau oder nicht? Ist es kommunal oder so überhaupt was? Muss sich jemand drum kümmern oder nicht, ja? Am Ende ist es rausgekommen, Herr Webel hätte da einen großen Anteil mit dran, ja? Zum Beispiel. Und da ist natürlich klar, dass man nicht immer alles wissen kann, aber wenn man natürlich die Tagesordnung kennt und man sieht, was da draufsteht, dann kann man sich ja auch als Ministerium, als auch zuständiges Ministerium, wenn es auch nur in Teilen zuständig ist, sicherlich dann weitergehend informieren bzw. informieren lassen oder dafür sorgen, dass informiertes Fachpersonal vor Ort ist. Da stimme ich Ihnen völlig zu, Herr Hans. Okay, jetzt hat der Abgeordnete Herr Stahlknecht noch eine Frage. Wollen Sie die beantworten, Herr Loth? Offensichtlich. Ja, bitte. Na ja, dann, Sie müssen mir antworten. Und dann kann der Stahlknecht die Frage stellen. Das kann er jetzt tun. Ich habe, sehr geehrter Herr Loth, eine Verständnisfrage. Vielleicht helfen Sie mir mal, auch meiner Kollegin Frau Brackebusch. Sie haben ein Plakat hochgehalten, da war ein schwarzes Kreuz drauf. Ich vermute, dass das eine Aussage von Ihnen war. Vielleicht erklären Sie uns mal, was da draufsteht und was das zu bedeuten hat. Da sind wir ganz neugierig. Ja, also da halten Sie doch mal hoch, dass das jeder sieht und dann erklären Sie das. Das wäre insofern für mich interessant, Herr Loth, als dass ich es auch noch nicht gesehen habe. Oh, schön. Danke. Das ist die Alles klar. Die okay. Aber so. Herr Loth, das jetzt haben Sie es dem Präsidenten gezeigt und nicht mir. Und So, Herr Loth, Sie können antworten. So wie Herr Loth das Wort hat, kann er auch antworten und agieren. Da warte ich natürlich auf den Präsidenten, Herr Stahlknecht. Wissen Sie sicherlich, Geschäftsordnung. Wie dem auch sei, ich habe gesagt... Halten Sie es doch mal hoch. Ich habe gesagt, Herr Stahlknecht, ich habe gesagt, und ich erinnere abschließend an unseren verblichenen Wald, dank Berti Borkenkäfer, die Todesanzeige, der Förster, der SDW, hat dieses Desaster hervorgesehen. Ich habe hier nochmal die Todesanzeige, die in dem Video lief, das hier lange Zeit im Landtag kursierte, wo die Frau Ministerin sich auch zu geäußert hatte, hochgehalten, um nochmal daran zu erinnern, an diese Todesanzeige, die in diesem Video dort vorbeilief. Okay. Keine persönliche Aussage, nur eine Verbildlichung meines Beitrags. Also jetzt frage ich Sie, Herr Loth, wissen Sie, dass wir hier keine Plakate hochhalten dürfen? Wir haben kein Plakat hochgehalten, ich habe zur Verdeutlichung meiner Aussage eine bildliche Quelle hochgehalten. Gut, in Ordnung. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann könnten wir uns alle wieder ein bisschen beruhigen. Herr Loth, ich will jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass genau diese Frage in der letzten Ältestenratssitzung umfangreich diskutiert worden ist. Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass über die Ältestenratssitzung auch in Ihrer Fraktion informiert wird, wie die Hausordnung in dem Kontext anzuwenden ist.
Nun gab es ja gestern schon von Herrn Tillschneider eine kennzeichnende Äußerung zu den Mitgliedern Ihrer Fraktion im Ältestenrat. Ich würde die jetzt hier nicht wiederholen. Ich würde nur einfach mal bitten, für solche Geschichten die Dinge mal auszuwerten, damit wir nicht jedes Mal hier wieder von vorne anfangen. Da ich jetzt mal vermute, Herr Loth, dass das nicht ordentlich gemacht worden ist in Ihrer Fraktion, sehe ich hier von einem Ordnungsruf ab. Aber ansonsten will ich noch mal klar sagen, wir haben uns dazu verständigt, Plakate nicht mehr außerhalb der dafür zugeschriebenen Bereiche der eigenen Fraktion in irgendeiner Art und Weise auszulegen, mitzunehmen oder auch hochzuhalten. Das ist noch mal ausdrücklich meine Bitte. Und jetzt fangen wir bitte nicht darüber an zu diskutieren, ob das eine Annonce oder ein Plakat war. Das wäre mir hier zu albern. So, jetzt gibt es offensichtlich noch eine, jetzt gibt es keine Frage mehr, weil Herr Dahlrup, das ist das alte Problem. Sie hätten es machen müssen, solange der Kollege Loth zu seiner Rede spricht. Na, das habe ich nicht gesehen. Herr Dahlrup hat sich gemeldet, nachdem Herr Loth fertig war und auf die Fragen geantwortet hat. Und deswegen gehen wir jetzt weiter in der Tagesordnung und deswegen, Herr Loth, danke. Okay.